Zu Beginn des Films wird uns ein zwielichtig aussehender Typ namens Ciro vorgestellt, der durch seine Nachbarschaft in Buenos Aires geht. Unterwegs entdeckt er ein gut aussehendes Auto und bricht es auf. Es stellt sich heraus, dass Ciro von Beruf ein Schläger ist, also entfernt er heimlich die Stereoanlage und stiehlt eine Sonnenbrille aus dem Gepäckfach. Genau in diesem Moment hat er einen plötzlichen Harndrang, aber anstatt rauszugehen und es wie ein Gentleman zu tun, uriniert er über den ganzen Rücksitz. Er furzt sogar mehrmals, um sicherzustellen, dass der Tag des Autobesitzers ruiniert ist. Aber nachdem Ciro fertig ist und sich zum Gehen bereit macht, öffnet sich die Tür nicht. Erschrocken versucht er, die anderen Türen zu öffnen, aber alle sind intakt geschlossen. Langsam aber stetig breitet sich Panik aus, als Ciro merkt, dass er in großen Schwierigkeiten steckt. Er versucht verzweifelt, das Fensterglas zu zerbrechen, aber alle scheinen undurchdringlich zu sein. Ciro baut dann einen Teil der Tür ab und versucht, sie von innen zu öffnen. Dabei verletzt er sich jedoch so sehr an der Hand, dass sie blutet. Als nichts hilft, zieht Ciro seine Waffe und schießt auf die Frontscheibe, aber die Kugel prallt ab und durchdringt seinen Oberschenkel. Dies lässt ihn vor Schmerzen schreien und um übermäßigen Blutverlust zu vermeiden, zieht er sein Hemd aus und wickelt es um die Wunde. Nach einer Weile kommt plötzlich eine Dame draußen an und beginnt, Lippenstift aufzutragen, während sie zum Fenster schaut. Ciro versucht, ihre Hilfe zu suchen, aber es scheint, dass die Frau Ciros Anwesenheit im Inneren nicht bemerkt. Er schreit sie an, aber sie ignoriert ihn und geht weg. Ciro versucht dann, seine Frau zu kontaktieren, aber der Akku des Telefons ist leer, bevor der Anruf abgeschlossen werden kann. Nach mehreren Stunden erfolgloser Versuche schläft ein müder Ciro ein. Am nächsten Morgen wacht Ciro mit einem unglaublich ausgedörrten Gefühl auf und stellt fest, dass ihm das Wasser ausgegangen ist. In seiner Verzweiflung versucht er, den Nebel vom Autofenster zu lecken, um seinen Durst zu stillen. Im Laufe des Tages packt er seinen Rucksack aus und nimmt das Autoradio ab, um Musik zu hören, in der Hoffnung, sich von seiner schlimmen Situation abzulenken. Als einer seiner Lieblingssongs im Radio zu spielen beginnt, ist Ciro völlig in seinen Rhythmus und Text vertieft und vergisst für einen Moment seine Sorgen. Ironischerweise wird sein Zustand in dem Lied beschrieben, in dem beschlagene Scheiben, Blut und Eingeklemmtheit erwähnt werden. Also versucht ein motivierter Ciro direkt nach dem Ende des Songs noch einmal, die Tür aufzuschließen. Plötzlich beginnt ein Telefon in der Stereoanlage des Autos zu klingeln, und als Ciro abnimmt, meldet sich ein Mann am anderen Ende. Er heißt Ciro im Auto willkommen und stellt sich als Dr. Enrique Ferrari vor. Enrique sagt weiter, dass ihm der SUV gehört und er in seinem Leben 28 Mal ausgeraubt wurde. Ciro ist eigentlich der 29. Typ, der versucht hat, ihn zu bestehlen. Als Ciro das hört, verlangt er verzweifelt, freigelassen zu werden, aber Enki macht deutlich, dass er nicht in der Position ist, Forderungen zu stellen. Danach beginnt er, die Funktionen seines Fahrzeugs zu erklären. Er nennt es 4x4, weil es ein mit seinem Telefon verbundenes Sicherheitsalarmsystem hat, mit dem er alle 4 Autotüren verriegeln kann. Es ist sowohl schalldicht als auch kugelsicher. Aufgrund der Einzelradaufhängung kann es nicht von innen bewegt werden. Außerdem sind alle Gläser polarisiert, sogar die Frontscheibe. Unzerstörbar ist lediglich der Benzintank, der bis zu 120 Liter Kraftstoff fasst. Enrique warnt Ciro, dass ein voller Benzintank eine potenzielle Bombe ist und dass das Auto mit ihm im Inneren explodieren wird, wenn er etwas Dummes tut. Dann öffnet er sich Ciro und enthüllt, dass er ein 60-jähriger Witwer aus Quilmes ist, und erinnert sich an seine idyllische Kindheit in einer bürgerlichen Familie, in der die Türen nie verschlossen waren. Er beklagt, dass sein jetziges Leben weit entfernt von seiner unschuldigen Vergangenheit ist, und sehnt sich nach einfacheren Zeiten. Um Ciros moralischen Kompass zu testen, fragt Enrique ihn, was er tun würde, wenn er seinen eigenen Sohn beim Stehlen erwischen würde. Aber Ciro hat genug und droht, Enrique den Behörden anzuzeigen. In einem Moment des Wahnsinns schlägt er sogar dreist vor, dass er Enrique und seine gesamte Familie töten könnte, wenn er freigelassen würde. Leider wird das Telefon plötzlich unterbrochen, während er schimpft, was Ciro noch wütender und frustrierter macht. Nach einer Weile schaltet Enrique die Klimaanlage ein und stellt sie auf die niedrigste Stufe, um den Eindringling zu quälen. Ciro versucht sein Bestes, um es auszuschalten, aber im Auto scheint nichts zu funktionieren. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sein Hemd aus der Wunde zu ziehen und anzuziehen. Um die Blutung in seinem Knie zu stoppen, reißt er ein Stück seiner Hose auf und wickelt es über die Wunde. Als Ciro in einem zerbrechlichen Zustand liegt, ruft Enrique ihn erneut an und stellt ihm dieselbe Frage, was er tun würde, wenn er sein Kind beim Stehlen erwischen würde. Enrique verspricht auch,
dass er ihm Wasser geben würde, wenn er die Frage richtig beantwortet. Als Ciro durstig die Belohnung hört, antwortet er auf die Frage, aber Enrique bleibt mit seiner Antwort unzufrieden. Ciro bittet ihn aufzuhören und behauptet, er habe seine Lektion gelernt, aber Enrique scheint unbesorgt zu sein und erzählt ihm weiter von einem anderen Ereignis. Letztes Jahr brachen zwei Typen in die Wohnung seiner Tochter ein, während sie ihr Auto parkte. Obwohl sie auf solche Situationen gut vorbereitet waren, hielten die Diebe Enriques Enkel 3 Stunden lang als Geisel. Währenddessen interessiert sich Ciro nicht für Enriques Geschichten und fragt ihn, welche Art von Arzt einer verletzten Person Wasser entziehen würde. Bevor er auflegt, macht Enrique ihm ein Kompliment für seine Frage und fordert ihn auf zu raten, was für ein Arzt er ist. Während Ciro über seine Optionen nachdenkt, nähert sich ein Polizeifahrzeug und hält neben dem Geländewagen, in dem er sitzt. Als Ciro das sieht, ist er voller Optimismus und versucht sein Bestes, um die Aufmerksamkeit des Beamten zu erregen. Der Beamte stellt jedoch stattdessen ein Ticket für den Geländewagen aus und geht weg. Stunden vergehen und Enrique kontaktiert endlich Ciro erneut und verlangt seinen vollständigen Namen und seine ID-Nummer, bevor er ihm Wasser gibt. Ciro stimmt widerwillig zu und Enrique weist ihn an, den Waschschlauch hinten am Auto zu finden, wo er Zugang zu etwas Wasser hat. Obwohl das Wasser eine hellblaue Farbe hat, ist Ciro zu verzweifelt, um sich darum zu kümmern, und trinkt es hektisch hinunter, seine ausgedörrte Kehle ist dankbar für jede Flüssigkeit. In der nächsten Szene ist ein hungriger Ciro fast gezwungen, einen einsamen Käfer zu verzehren, der seinen Weg ins Auto gefunden hat. Ciro leidet an Fieber, da sich die Wunde in seinem Bein gelb verfärbt. Als Enrique davon erfährt, schaltet er die Klimaanlage ein, um den Eindringling zu beruhigen. Dann offenbart er, dass auch er leidet. Enrique stirbt an Krebs und hat von seinen Ärzten noch ein Jahr zu leben bekommen. Ciro ist jedoch zu schwach, um zuzuhören, und nach ein paar Minuten wird er aufgrund von Erschöpfung und Fieber ohnmächtig. Nachdem er aufgewacht ist, bekommt Ciro wieder die Kraft zur Flucht. Aufs Geratewohl sucht er im Handbuch des Autos nach einem Ausweg, aber alles, was er schafft, ist, aus Verzweiflung eine Seite zu kauen. Er wird so hilflos, dass er in einen Behälter pisst und daraus trinkt. Plötzlich versucht ein Dieb, in den SUV einzudringen. Das gibt Ciro neue Hoffnung, rauszukommen, und er wird aufgeregt. Die Aufregung schlägt jedoch schnell in Enttäuschung um, als der Räuber von den Einheimischen festgenommen und zusammengeschlagen wird. Als die Nacht hereinbricht, verstärken sich Ciros Durst und Hunger, wodurch er ins Delirium gerät. Er fängt an, über die ungleiche Verteilung von Ressourcen in der Welt nachzudenken, wo ein kleiner Teil von Individuen über einen Reichtum im Überfluss verfügt, während andere kämpfen müssen. Ciro bringt seine Frustration über die Systeme und Gesetze zum Ausdruck, die die Reichen begünstigen und den Kreislauf der Armut für den Rest aufrechterhalten. Trotz der schlimmen Situation, in der er sich befindet, verkündet er, dass er sich dem System nicht unterwerfen wird, selbst wenn das bedeutet, erschossen zu werden. Aus diesem Grund entschied er sich, genau wie sein Vater und sein Großvater, ein Dieb zu werden. Am nächsten Tag ruft Enrique erneut an und dieses Mal liest er Ciro die Zeitung vor. Er sagt, er habe gute Laune und führt Ciro zu einem versteckten Schokoriegel im SUV. Nachdem er den ganzen Tag mit Nichtstun verbracht hat, erwacht Ciro plötzlich zum Leben. Er schlägt gegen eine der Türen, die er zuvor beschädigt hat, und schafft es schließlich, ein winziges Loch zu machen, das ihn nach außen freigibt. Er weint durch das kleine Loch, um die Aufmerksamkeit von jemandem zu erregen, scheitert aber. Später ruft Enrique erneut an, um mitzuteilen, dass er Ciros Familie kontaktiert hat. Letzterer weint, als er den Namen seiner Familie hört, und bittet Enrique, sie nicht zu verletzen. Mit Tränen in den Augen fragt er, was er getan hat, um diese Strafe zu verdienen. Aber Enrique ist von all dem ungerührt. Stattdessen nimmt er Ciros Strafregister heraus und offenbart, dass er zuvor jemanden getötet hat. Es stellt sich heraus, dass Ciro vor einigen Jahren in eine Wohnung gestürmt ist, um einen Diebstahl zu begehen, aber er wurde von ein paar Brüdern aufgehalten. Ohne Ausweg schoss er gnadenlos auf sie. Enrique erwähnt auch einen älteren Busfahrer, den Ciro schwer geschlagen hatte. Ciro weigert sich jedoch, die Verantwortung zu übernehmen und beschuldigt den Fahrer, ihm nicht erlaubt zu haben, die Passagiere zu plündern. Nachdem Ciro sein Telefon mit Solarenergie aufgeladen hat, versucht er, seine Frau zu kontaktieren, aber ohne Erfolg. Also hinterlässt er eine Voicemail, in der er sein Herz ausschüttet und sich für seine Fehler in der Vergangenheit entschuldigt. Anschließend drückt er ununterbrochen auf den Startknopf des Autos und schafft es, es anzulassen. Es hat sich gezeigt, dass es auch ohne Taste aktiviert werden kann, nachdem es eine bestimmte Anzahl von Malen gedrückt wurde, wie ein Muster.
Ciro legt dann seinen Sicherheitsgurt an und schaltet den Rückwärtsgang ein. Der Gang wird jedoch im Rückwärtsgang gesperrt und zwingt ihn, rückwärts zu fahren. Um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen, beschleunigt er das Auto und rammt es gegen einen Pfosten. Glücklicherweise wird der Airbag rechtzeitig ausgelöst und er ist unverletzt. Ciro kann schließlich entkommen, indem er das geschwächte Rückglas heruntertritt. Er hat entsetzliche Schmerzen, aber irgendwie schafft er es, sich zu einem örtlichen Tankstellenrestaurant zu schleppen, um etwas zu essen zu bekommen. Während er jeden Bissen seines Essens genießt, drängt ihn der Manager des Restaurants, es zu bezahlen und sofort zu gehen. Verärgert über das unhöfliche Verhalten zieht Ciro seine Waffe und erschießt den Manager. Schon in der nächsten Sekunde driftet Ciro in die Realität zurück und enthüllt, dass er Tagträume hatte und immer noch in dem SUV gefangen ist. Sein Telefon klingelt erneut und am anderen Ende ist Enrique. In einer verzweifelten Bitte droht Ciro, das Undenkbare zu begehen, aber Enrique bleibt von seinen Worten unbeeindruckt. Er lacht wahnsinnig und kommt vor dem Auto an, zeigt schließlich sein Gesicht. Enrique steigt dann in das Fahrzeug und beginnt, sich um Ciros Verletzungen zu kümmern. Letzterer ist so erschöpft, dass ihm die Energie fehlt, sich zu befreien und schließlich einschläft. Doch als er aufsteht, nimmt er all seinen Mut zusammen, nimmt seine Waffe und schießt auf Enrique. Ciro verfehlt knapp, aber er schafft es, aus dem Auto zu springen und sich nach Tagen qualvoller Gefangenschaft endlich zu befreien. Während er sich auf den Boden schleppt und Schüsse in die Luft abfeuert, versucht Enrique verzweifelt, ihn zurückzubekommen. Er hat fast Erfolg, aber in diesem Moment bemerkt ein Polizist die Aufregung und befiehlt Enrique, seine Waffe niederzulegen. Als der gerissene Arzt ablehnt, beginnt ein intensiver Showdown. Schnitt auf 2 Stunden später, eine große Anzahl von Menschen, Medienmitarbeitern und Polizisten haben sich um den Tatort versammelt. Enrique hält Ciro immer noch mit vorgehaltener Waffe fest, obwohl alle ihn bitten, aufzugeben. Wenn nichts funktioniert, wird ein erfahrener Verhandlungsführer gerufen. Er macht sich sofort an die Arbeit und fragt Enrique, was er will. Während das ganze Land zuschaut, beginnt der Arzt, die täglichen Probleme aufzulisten, mit denen er konfrontiert ist und die Regierung nicht angeht. Er erklärt, wie er auf dem Weg zur Arbeit über 2000 Haufen Hundekot auf der Straße ausweichen muss, weil Tierhalter ihren Hunden nicht hinterherräumen. Er hat auch genug von den nicht gereinigten Abflüssen, dem Müll, der auf den Straßen liegt, und dem schrecklichen Zustand der Obdachlosen. Vom Abholzungsproblem ganz zu schweigen. Als die Öffentlichkeit all dies hört, verbindet sie sich mit Enrique und beginnt, ihn zu unterstützen. Der Unterhändler gibt jedoch nicht auf und überredet Enrique schließlich, den Jungen gehen zu lassen. Nachdem Ciro von der Polizei festgenommen wurde, wird Enrique aufgefordert, sich zu ergeben. Aber er tut genau das Gegenteil. Enrique steigt in sein Auto und stellt den Timer ab, was zu einer tödlichen Explosion führt. Er wird auf der Stelle getötet, aber glücklicherweise wird keiner der Menschen in der Nähe verletzt. Der Film endet damit, dass Ciro ins Krankenhaus geschleppt wird, während die breite Öffentlichkeit darüber nachdenken muss, ob der kaltherzige Arzt nicht doch der Gute war.